So, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Versuch der Map. Ja, oder einer weiteren Folge, was auch immer. Also wahrscheinlich eher Versuch. Was mir gerade auch auffällt, wo ich hier so auf dem Bild starre, die haben so einen Farbverlauf, der sich so bewegt, ne? Lol. Ist ja süß. Ja, dementsprechend. Was? Genau. Habe ich jetzt mal komplett den Browser geschlossen und den Browser auch neu gestartet, also wieder geöffnet, ne? Logisch. Den Rechner neu starten, hatte ich jetzt gerade keinen Bock drauf, extra für dieses Spiel, für die eine Folge, die wir noch haben, lohnt sich das doch nicht. Ich meine, ich habe, siehst du, wie lange ist der Rechner eigentlich schon an? Hä? Achso, die sieht gerade gar nicht. Man hat doch bei Eis, bei dem Hardtop hat man doch früher gesehen, wie lange der Rechner schon an war. Warte mal kurz. Gibt es noch diesen Befehl Uptime? Ach, 20 Tage gerade mal. Ich hatte vor 20 Tagen neu gestartet, den Rechner. Warum das denn? Wer weiß. Gut. Ja, dann spielen wir mal weiter. Winter, Level 4. Und beten zu Gott, hier ist immer noch Grafikfehler. Und beten zu Gott, dass das Spiel jetzt funktioniert. Aber wie alt das Spiel sein muss, fällt mir gerade mal auf, wenn es nicht mal für 16 zu 9 angepasst ist. Weil das 16 zu 9 Bildschirmformat ist ja schon seit mindestens 10 Jahren Standard, würde ich jetzt mal fast sagen. Oh. Dass sie da von hier passt jetzt, ne? Hier ist kein Grafikfehler. Ist nur bei dem Ladescreen. Naja. So. Dann beten wir mal zu Gott, dass die halbe Fracht rausfällt. dass diesmal der LKW nicht verschwindet. Autsch. Ich würde dann auch gerne, wenn es jetzt nochmal fehlschlägt mit dem LKW, also dass der LKW verschwindet, dann würde ich auch gerne nochmal die alte Map starten, die letzte Map, und gucken, ob da der LKW, dieser NPC-LKW auch wieder diese doppelte Ladefläche hat. Vielleicht sind das ja wirklich direkt Bugs in den Maps. Verstehe ich aber nicht, da hätte es doch den Entwicklern auch auffallen müssen, oder? Ja. Erstmal schauen, ob die Map funktioniert jetzt so. Also das Level meine ich doch. Oh, funktioniert das schon mal gut. Und wenn die nicht funktionieren sollte, dann probieren wir die anderen Maps auch nochmal in falschrumer Reihenfolge. Also probieren wir nochmal Level 3. Guck mal, die Dinger hier sind immer noch rosa. Jetzt habe ich natürlich meine Überholmöglichkeit verpasst. Oh. Danke. Was ist mit dir los? Genau. Dann probieren wir nochmal Map 3 und dann Map 2. Weil bei Map 2, da hatten wir ja das Problem, dass der LKW noch beladen war nach dem Entladen. Okay, also hier ist immer noch das Geruckel. Und bei Map 3, da hatten wir das Problem, oder diesen Bug, dass der LKW noch beladen war. Und da würde ich jetzt gerne mal probieren, ob diese Sachen immer noch bestehen. Oh, der fällt dir fast raus. Aber nur fast. Ja, würde mich mal interessieren, ob das wirklich die Fehler noch bestehen. Und dementsprechend wirklich Fehler in der Map selber sind. In dem Level. Goddammit. Und dann wundert mich aber wirklich echt, warum das den Entwicklern nicht aufgefallen ist. Ich meine, haben sie selber die Wintermaps nie gespielt? Warte, ist wieder weg. Wow. Okay, das ist natürlich sehr traurig. Wie du hier halt immer noch dieses komische Ding hast. So, dann probieren wir mal Level 3. Ja,
Gut, dann ist es ja ganz praktisch, dass ich eh nur 8 Folgen machen wollte, weil mehr können wir eh nicht machen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, zu der Folge jetzt hier am besten oder auch zur nächsten zur vorherigen Folge, dass wenn ihr mal dieses Spiel spielt, ob ihr auch an der Stelle nicht weiterkommt. Vielleicht ist ja ein Fehler hier im Browser oder ich sollte mal die Cookies löschen. Das Problem ist, wenn ich die Cookies lösche, dann müssen wir halt auch definitiv wieder von vorne anfangen, ne? Dann sind auch alle Level weg, alle Fortschritte. Ne? Deswegen ist das jetzt fürs Let's Play hier erstmal keine Option. Aber wie gesagt, wenn ihr das Spiel mal spielt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob die alle an den gleichen Stellen, wichtig, an den gleichen Stellen die gleichen Probleme habt wie ich. Oder die gleichen Bugs habt wie ich. Ja, also das mit dem Stockern, dass der LKW da verschwindet und dass der LKW nicht abgeladen wird. Bin ich aber echt gespannt. Ja, der ist so doppelt. Guckt euch diesen LKW an, der ist wieder doppelt. Boah, der flackert euch ganz schön. Hat der jetzt noch mehrere Kollisionsboxen? Ja, ist richtig eine Kollisionsbox an der Stelle. Also ist nicht bloß ein Anzeigefehler, sondern auch die Kollisionsbox ist breiter. Ist ja krass. Oh, Alter, was macht der denn da? Oh, was mach ich denn da? Der LKW auch, alle die hier spawnen. Das muss also definitiv direkt ein Levelfehler sein. Das will ich mal gerne gucken. Wenn ich jetzt ganz langsam rückwärts fahre. Gut, bei der Steuerung kann ich gar nicht so lange rückwärts fahren. Guck mal, jetzt steht er hier komplett quer. Was ist mit diesem Spiel los? Das ist doch nicht mehr normal. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ach, guck mal. Das ist doch genau das Ding, was bei dem LKW doppelt. Also, der wechselt auch genau zwischen diesen beiden Animationen von diesen doppelten Dingern, die er drauf hat. What the fuck? Okay. Jetzt habe ich Bock, dieses Spiel den Quellcode mir anzugucken. Gibt's leider nicht. Ach nee, guck mal, der LKW ist da, ist in der Zwischenstufe. Alter, what the fuck geht mit dem Spiel hier ab? Alle in der Zuguck macht schon Aua. Alter. Da. Ist der auch doppelt? Ah, den sieht man noch nicht. Erfahrung. Ja, der ist auch doppelt. Aber schau mal, diese Gitterbox, also das Geländer ist nur einmal. Und das ist aber das Ding, was sich dreht. Aber das, wo die Kisten draufstehen, dieses Grundmodell, das wird gerade. Das ist ja komplett verrückt. Hier, die Straße sieht doch komplett komisch aus. Alter, was ist mit dieser, was ist mit diesem Level los? Ich muss mal gucken, wo die LKW herkommen. Wenn es davon die noch mehr gibt, ne, dann ist hier aber Feierabend. Guck mal hier, die sehen normal aus. Ja, hier hinten sieht alles normal aus. Auch wenn sie um die Kurve fahren. Ich halte mal den hier kurz auf. Guck mal hier, wenn er um die Kurve fährt, sieht alles völlig normal aus. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Kann es sein, dass da vorne die Stelle genau die Stelle ist, wo das Spiel auch immer stockert? Kann das sein? Dann ist gar nicht das Level kaputt an der Stelle, sondern dann ist wirklich die Map an der Stelle kaputt. Aber wieso ist es denn uns bei den vorherigen Malen noch nicht aufgefallen? Gut, da weiß ich jetzt nicht, ob wir da immer Verkehr hatten. In dem Moment. Jetzt bin ich mal gespannt, du. Wie ein Flitzebogen.
Fahr doch. Ah, hier ist er jetzt wieder quer. Ja, das ist genau die Stelle, wo der LKW wieder mit zurückgesetzt wird. Hat doch gerade schon gesehen, ne? Wenn ich um die Kurve fahre. Achso, Zeit abgelaufen, schade. Ah, ich kann immer noch fahren, cool. Wenn ich um die Kurve fahre, hier sieht man richtig, wie der LKW sich immer gerade stellt. Das ist so krank. Ey, das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist, kann man trotzdem noch ganz normal in Ruhe weiterfahren. Kann ich jetzt auch noch ins Ziel fahren? Momentchen mal. Ich glaube, dieses Spiel ist einfach komplett kaputt. Ich glaube, ich habe irgendwas bei dem Spiel kaputt gemacht. Dieses Spiel ist einfach komplett im Arsch. Okay. Ja, das kann nicht sein. Komm. Nee. Weil das Overlay scheinbar da drüber ist. Schade. Okay. Aber er sagt Level complete. Das ist so dumm, Alter. Hä? Boah. Okay, ich glaube, jetzt mache ich das Spiel gerade noch kaputter, als es davor schon war. Oh, wei. So, das würde ich aber gerne mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Level war oder ob es vielleicht doch sogar schon Level 1 war. Wo wir das Problem hatten, dass die Fracht nicht abgeladen wurde. Wo wir mit der Fracht ins Ziel gefahren sind. Ah, nee, halt. Hier soll man rausfahren. Ich werde mit dem Spiel privat noch so viel Spaß haben. Oh, ist das schön. Das müssen wir direkt mal nochmal probieren hier. Okay. Man kann nur mit den Hinterrädern rauffahren. Ja, alle Küsten weggeschossen. Man sieht richtig, wo ein paar gelandet sind. Na, guck mal, jetzt kann ich aber nicht weiterfahren, ne? Okay. Dann muss ich mal noch mal gucken. Bloß jetzt mal warten, bis die Zeit irgendwann abläuft. Das dauert ja halt die Zeit, ne? 5 Minuten in dem Fall. Ob denn bei dem, wenn die Zeit abgelaufen ist, man den LKW immer noch weiter steuern kann. Und wenn man die Fracht verliert, ne? Weil da kann man nicht mehr weiter steuern. Da ist der LKW weg und man kann halt nicht mehr steuern. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das vielleicht bei dieser Zeitschaltung an der Stelle auch das Spiel einfach fehlerhaft programmiert ist. Dass das da immer passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist. Alter. Dieses Spiel macht Spaß. Siehst du? Wer braucht im Leben schon funktionierende Spiele? Spiele, die kaputt sind, ja, die so überhaupt nicht funktionieren, machen viel mehr Spaß. Ah, schön. Gut, ich meine, wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir im Spiel nicht mehr weiterkommen an der einen Stelle. Hm? Das ist natürlich schon ein bisschen problematisch, ja. Ah, ne, es war nicht hier. Dann war das doch das erste Level. Ja, genau, hier wurde es abgeladen. Dann war es doch das erste Level. Genau, hier war das mit den 2 Zielen, was auch komplett falsch ist. Ich fahre jetzt hier rein. Ne, funktioniert nicht. Es ist so schön, dass der LKW wieder so hoch springt. Wenn du mit der Vorderachse drüber fährst, ne, dann bleibt es halt hängen.
Aber wenn du mit den Hinterachse drüber fährst, dann schießt sie halt hoch und alles, was drauf ist, schießt noch höher. Logisch. So, müssen wir nochmal Level 1 probieren. Die Folge hat zwar jetzt ein bisschen Überlänge, aber gut, so lange sind die Folge, die Strecken ja nicht. Und wie gesagt, betrachtet es als Trost dafür, dass wir an der Stelle ja eh nicht mehr weiterkommen. So, genau, hier sind diese Rostkisten und die... Waren das die... Nee. Das waren doch keine Bevels. Wir hatten noch irgendwas anderes transportiert, was nicht abgeladen wurde, oder? Waren es nicht irgendwelche Kisten oder so? Aber das war, glaube ich, in der Wintermap. Das müsste hier gewesen sein, in der Wintermap. Ja. Oh ja, wir gucken mal. Ah, ich verstehe langsam. Das heißt, das, wo wir hier immer so hochgesprungen sind, lag gar nicht daran, dass ich hochgeglitscht bin, sondern dass ich dann mit einem Rad seitlich auf diese Seite hier raufkam und damit dann mit einmal hochgegangen bin und damit halt der LKW hochgeschossen ist. Also, Dingsatz ist, womit die Ladung hochgeschossen wurde. So rum. Ich bin mal gespannt hier. So. Die hinteren drei Kisten liegen schon mal. Nee, das war nicht hier. Hier war ja das Ding mit dem komischen Einparken. Genau. Da ist was. Hier ist was Rosanes. Guck mal. Und hier fehlt der Zaun, wo wir einparken dann später. Ah ne, wurde abgeladen. Ach, der ist hier jetzt hier schnell hingebaut. Aber das ist ja lieb von denen. Ach, Kacke. Okay, gut. Ja. Gut, ich will kurz was anderes probieren. Nochmal. Ob meine Theorie stimmt. Hm? Aber ich glaube, das mit dem, dass es Abla nicht funktioniert hat. Das war die letzte Map von der Sommer-Episode, sag ich jetzt mal. Stimmt, weil da haben wir Kisten transportiert gehabt. Da muss ich dann nochmal ins Video gucken, ob es wirklich das war. Was ich jetzt hier mal nochmal probieren würde, ist, wenn ich jetzt hier seitlich auf so ein Ding rauf fahre. So, hier, wenn ich jetzt so seitlich drüber fahre, passiert gar nichts, genau. Und wenn ich seitlich rauf fahre, bam, genau, dann schießen sie hoch. Okay. Dann ist es also wirklich das. Ah, das war nicht gut genug. Ja, seht ihr, wie die Räder runterfliegen? Und jetzt hochfliegen? Boah! Schön, okay. Deswegen sind die Dinger immer so gefährlich. Das heißt, das war nicht deswegen, dass ich zu schnell drüber gefahren bin, sondern dass ich halt ungünstig drüber gefahren bin. Gut. Okay, ja, damit soll es das erstmal gewesen sein. Das funktioniert eh nicht mehr. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz in die Episode rein, wo wir... Achso, dann müsst ihr wieder sehen können, was ich sehe. So ungefähr. So. Dann schauen wir nochmal rein hier. Genau, hier haben wir nämlich diese Kisten transportiert. Und da war es ja am Ende so. Genau. Ja, genau hier war es. Dass ich da reingefahren bin. Aber wie gesagt, das nochmal nachzuprobieren, das dauert halt über 6 Minuten. Wenn ich das auf dem ersten Anhieb schaffe. Wohlgemerkt. Ansonsten die ganzen Versuche plus die letzten 6 Minuten. Genau, und hier bleibt die Ware einfach drauf. Ja gut, wie gesagt, das gucke ich jetzt nicht nochmal nach. Wie gesagt, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr, wie gesagt, die gleichen Probleme habt. Würde mich halt echt mal interessieren. Es ist halt geil.
Ah, vielleicht will ich das Spiel auch mal auf Arbeit bei mir. Zeit habe ich ja genug. Oder ich kann es auch mal mit einem anderen Browser versuchen, mal mit Firefox. Oder ich lösche wirklich einfach mal die Cookies und beginne einfach nochmal von vorne. Ich meine, bei den Wintermaps, da ist ja sowieso, sind ja sowieso die ersten Level. Da kann ich zwar das nicht nochmal probieren mit dem letzten Level der Sommermap, aber kann ich zumindest gucken, ob die Glitches in der Wintermap alle noch bestehen. Ja, gut. Aber für uns soll es jetzt erstmal das gewesen sein. Dann sehen wir uns denn nächstes Mal wieder zum normalen Euro Truck Simulator wieder. Ha? Der Indian Truck Simulator ist damit erstmal abgeschlossen. Soweit wie wir gekommen sind. Okay. Ja, von daher würde ich dir mal sagen, bis dann.